Das Bildnis eines Fürsten. Mit allen Zeichen seiner Würde, seines Standes, seiner Macht. Gemalt um 1811. Und hier sein Urgroßenkel. Der Fürst von heute ist noch immer Fürst und seine Angestellten nennen ihn Durchlaucht. Doch seine Durchlaucht ist kein Herrscher mit dem Schwert, vielmehr ein Forscher mit der Lupe, der sich mehr für Kulturgeschichte interessiert als für Besitz und Politik. Er lebt bescheiden, unauffällig fast, in seinem kleinen Schloss in O. Er hält nicht viel vom Pomp und illustrierten Ruhm, viel lieber steigt er hinab ins Mittelalter, in die alten Mauern unter seinem Schloss und sucht nach Überresten aus den feudalen Zeiten seiner Ahnen. Was der Fürst an Scherben aus dem Dunkel der Geschichte ans Tageslicht befördert, wird liebevoll zusammengesetzt und hinter Glas gestellt. Wer sich als neugieriger Besucher durch drei große Tore bis zu seinem Schlosse wagt, dem zeigt der Fürst vielleicht etwas von seinen Funden. Hier kann ich einige Gefäße zeigen, die ich hauptsächlich in den Jahren 1951 bis 1956 ausgegraben habe. Und zwar dieses Gefäß ist eine sogenannte Wulstkeramik, ohne Töpferscheibe angefertigt. Es werden so Würste geknetet, wie es die Kinder heute noch in den Schulen oft machen. Und die werden dann so rund gelegt, dass dieses Gefäß rauskommt. Und unten ist ein angekneteter Standring. Es gibt ganz ähnliche Gefäße, die auf der Drehscheibe gearbeitet sind. Die sind aber unten abgeschnitten und haben einen flachen Standfuß. Hier sehen wir sogenannte Weinkrausen, die man also heute Weinbecher oder Weingläser nennen würde. Es sind die kleinsten Gefäße mit, die ich ausgegraben habe. Und je kleiner ein Gefäß ist, umso besser hält es. Also dieses Gefäß zum Beispiel, wie viele andere, sind überhaupt nicht geklebt, sondern sind vollständig ganz erhalten, wie man sie heute also auch von einem Keramiker bekommen könnte. Seine Durchlaucht ist ein Kenner und Bewahrer alter Werte. Kulturgüter bedeuten ihm mehr als Landgüter. Seine Felder hat er verpachtet an die Bauern der Umgebung.
Im Schutze dicker Mauern lebt er zurückgezogen ganz für sein Museum, vertieft in die Kulturgeschichte seines Standes. Früher waren die Aristokraten treue Diener ihres Königs, Politiker und Feldherren und Herren über viele Felder, Wälder, Untertanen. Sie trugen stolz die Orden, die sie für Tapferkeit und gute Geschäfte, für Kriegsglück und für sonstige Verdienste um das Vaterland erhielten. Noch schwerer aber als an ihrem Orden trugen sie an der Verantwortung für ihre Untertanen. Wie anders, geradezu alternativ, nimmt sich dagegen dieser Fürst von heute aus, ein Aussteiger, der nur noch seinen Hobbys lebt. Im Wald des Fürsten steht dieses Forsthaus. Der Fürst hat es vor Jahren schon vermietet an einen anderen Aussteiger, einen Kollegen also. Einst war er Künstler, heute ist er Lebenskünstler. Statt Theorie sucht er Erfahrung. Er will sich nicht mit Kunst über die Natur erheben. Er lebt jetzt mittendrin. Pinsel und Farbe hat er weggelegt und hat sich eine Palette menschlicher Bedürfnisse zusammengestellt. Und diese lebt er nun. Mit Frau und Freunden, mit Kindern und mit vielen Tieren. Mitten im großen Wald des Fürsten. Der Backofen wird selten kalt, denn mit dem Brot, das hier gebacken wird, versorgt man viele Freunde in der Stadt. Das kleine Haus ist meistens voll, der Tisch gedeckt mit selbst erzeugtem oder dem, was Freunde mitbringen, oder was durch Naturalientausch erworben wird. Geld wird kaum gebraucht.
Die Miete für den Fürsten bringt der Backofen. Halt, wo ist das Dieb? Halt. Nein, halt nicht. Mit dir. Ja. Die ist vom 30. Hast du das mitgekriegt, der die Heilgefecht ist so langsam an hässlich zu babbeln? Ja. Nee. 75 mal 50, hat sie gesagt. Bist du mal? Ja. Früher hast du immer gesagt, mal 50, oder? Ja, ich bin der 50. Das kleine Haus im großen Wald des Fürsten ist ein Wallfahrtsort geworden für Pilger aus der Stadt, die den Tanz ums goldene Kalb nicht mehr mitmachen. Hast du wieder zu bis falsch umdrehen? Die Waldwiese ist eine Oase für die neuen Nomaden, die Pioniere der Gegenkultur, die Freaks, die arm und einfach leben wollen in der Überflussgesellschaft. Eine Hochzeitsgesellschaft ist eingetroffen. Zwei Nomaden haben geheiratet, damit sie von den Sozialbehörden unbehelligt mit ihrem Baby leben können, wie sie es wollen. Der Auftritt aus dem Standesamt war ein Kostümspektakel. War lustig, so lustig war das. Das bürgerliche Ritual als Horroroper. Und dann hat er ihr das Blümchen überreicht. Ne? Ja. Und die hatten mir gleich gegeben und gleich die Karte. Ich hab da alles in der Hand gehabt. Und dann musste ich auch schreiben. Oh, nee, das Kind habe ich nicht gehabt. Nee. Und dann hat sie. Das konnte er nicht mehr auswendig. Er meinte, streben Sie nicht nur materielle Güter an, wie Reichtum und Geld. Das hat er sich extra für euch ausgedacht. Der Standesbeamte, der hier zitiert wird, er hätte seine Freude an diesem jungen Paar. Ihre Aussteuer ist dieser Planwagen, das Hochzeitsgeschenk der Freunde. Ihr Eigenheim, ein Tipi, ein richtiges Indianerzelt. Das Hochzeitsfest wird in der Walpurgisnacht gefeiert. Gleich auch rüber hier lang. Ja, warte, mach ich.
Zurück zur Kultur, zum Schloss, zum Fürsten und seinen bewährten Werten. Durchlaucht und seine Gattin haben keine Kinder, aber einen Stammbaum, dessen Wurzeln bis ins Mittelalter reichen. Seit 1535 sind die Vorfahren des Fürsten die Herren auf Schloss Hof, Besitzer von ausgedehnten Wäldern und passionierte Jäger. Auch der Fürst und seine Gattin gehen gerne auf die Jagd. Aber noch ist Schonzeit. Noch ahnt der Fürst nichts vom munteren Treiben, vom alternativen Leben in seinem Wald. Doch da er sich anschickt, den Schlossturm zu besteigen, um einen Blick auf seinen Besitz zu werfen, da dringen höchst vulgäre Töne an sein fürstliches Ohr. Der Fürst, rings um sein stilles Forsthaus ist ein Rummelplatz entstanden. Ein buntes Völkchen macht sich inmitten seines Jagdreviers breit und schickt sich an, ein Fest zu feiern. Thank you.
kannst doch hinbleiben, wenn du mal lang. Der Fürst fährt in sein Schloss zurück. Die Bilder und die Trommeln dieser Nacht verfolgen ihn wie ein Spuk. Hat er das am Ende alles nur geträumt? Er weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist alles nur ein Film. Der Fürst will wissen, was in seinem Wald geschieht. Und er erfährt es von seinen Spähern. Das bunte Völkchen macht es sich in seinem Wald bequem. Die Späher berichten weiter, diese Freaks, das sind Barbaren, Anarchisten, Rebellen gegen Recht und Ordnung. Wilde, die das Wild verjagen und die Waldesruhe stören. Thank you.
da beschließt der Fürst in seinem Schlosse, ganz im Sinne seiner Ahnen, die alten Werte zu verteidigen und die Freaks aus seinem Walde zu vertreiben. Wäre unsere Geschichte nur ein Film, dann würde es vielleicht ein anderes Ende geben. Es ist ein Film und doch ein wenig Wirklichkeit. Die Kündigung ist unterschrieben. Das alternative Leben im Walde soll ein Ende haben. Und an den Lagerfeuern weiß man bald, das Paradies ist nicht in diesem Wald. Indianer werden weiterziehen mit ihren Zelten. Und die Nomaden machen ihre Trecker klar. Im Forsthaus soll, so will es der Fürst, bald wieder ein richtiger Förster wohnen, als treuer Hüter des fürstlichen Waldes. Der Lebenskünstler baut sich einen Zirkuswagen auf. Er greift wieder zu Pinsel und Farbe und malt seinen Traum vom freien Leben in den Wäldern, damit er ihn nicht vergisst. Wohin er fahren wird, das weiß er nicht. Aber sein Traum fährt immer mit.